Mickey hat sich ein Haus gekauft, das gönnen wir ihm. Mickey, geiler Mann, geiler Streamer. Wir schauen mal rein, Digga. Ich als gelernter Immobilienkaufmann werde natürlich jetzt hier mein professionelles und geschultes Auge nutzen, um hier ein Urteil zu fällen. Moin, moin. Kommt da rein. So, es geht los. Ich werde euch heute... Hat er das gekauft oder gemietet? Mein neues Haus zeigen. Vorweg, erstmal danke dafür. Es wird zwei Videos hierzu geben. Einmal das komplett nackte Haus und dann gibt es halt noch... Gemietet. Gekauft. Gebaut. Bubble? Was? Gekauft. Gekauft. Ein zweites Glückwunsch. Video von Elbow West, dem fertigen Gaming-Keller. Wir werden erstmal anfangen. Ich werde euch erstmal hier den Flur zeigen, wie der aussieht. Finde ich erstmal schon mal sehr schön. Hier ist genügend Platz. Kannst halt noch Kommoden hinpacken. Kannst du irgendwelche Bilder... genug Platz für Schuhe ist auch. Sind die Türen so niedrig oder die Decken so niedrig? Mickey ist doch gar nicht so groß, oder? Mickey ist doch so groß wie ich. Einfach sehr, sehr hell, sehr, sehr groß. Hat mich direkt überzeugt. Und ich fand halt auch für der Zutritt zum Wohnzimmer mit den beiden Türen, fand ich sehr, sehr nice. Das ist der Flur. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist das Gästezimmer. Ich hatte bei mir in der alten Wohnung... Mickey ist 1,90, ja? Ist er so groß? Hä, vergesse ich das immer? ...einen richtig, richtig kleinen Flur. Mhm. Also bist du irgendwie so reingekommen. Und deswegen ist das ist purer Luxus, sowas zu haben. Das Wichtigste, was ich haben will, und ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, ist am Anfang, ich will mich hier irgendwie, ob ich mir so eine Schale von der Decke hänge oder ob ich hier irgendwas hinmache, dass wenn du... reinkommst. Man kann da seine Autoschlüssel reinlegen und sein Haustürschlüssel. In die Tür, einfach Hosentaschen, einmal entleeren und alles hinpacken. Ich sag's immer wieder, das ist wirklich eigentlich eine smarte Idee, aber da die ganzen elektrischen Autoschlüssel gehackt werden können, würde ich die niemals in so eine Schale tun, weil das ist dann in der Nähe vom Auto. Und dann kann das irgendeiner zack, 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 hacken und dann ist weg, das Auto. Schlüssel, Geld, Handy, erstmal alles weg. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das habe ich richtig Bock irgendwie da zu machen, dass so eine Krimskram-Ecke herrscht. Gästezimmer, spektakulär. Also, aber schöner Eingangsbereich schon mal. Also ich weiß ja auch nicht, wer hier den Klodeckel offen lässt. Kannst du mir das mal verraten? Unfassbar. Gästezimmer, ich finde auch ein relativ großes... Gästezimmer mit Toilette drin, Gäste-WC. Ja, es sind so etwas altmodischere Fliesen, so auf Edel angelehnt, schöne Türen, gute Beschläge. Die Türen hier mit so einer kleinen Fuge drin, ne, das ist ganz gut, das sieht sehr massiv aus, sehr hochwertig. Das hier sind hochwertige Armaturen, sehe ich direkt ein schönes Waschbecken hier dazu. Die Fugen sind sehr schön gemacht, hier ist eine Fußleiste dran, es ist nicht deckenhoch gefliest. Es ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ist nicht ganz mein Stil, dass diese Fliesen so altmodisch sind. Ich mag es lieber moderner und simplistischer, aber finde ich ganz gut. Chat, ich habe es euch gesagt, ich bin Immobilienkaufmann, was wollt ihr von mir? Habe ich Gästezimmer, Gästeklo, meine ich. Gäste... Raufasertapete hier oben, die würde ich wahrscheinlich austauschen zu weißem Malerflies. Sieht deutlich besser aus. Gästetoilette. Relativ groß, schöner kleiner süßer Spiegel. Mir gefällt auch hier, Fliesen ist nicht Marmor, ne? Und einfach, ich weiß nicht, ob ihr das seht, auch einfach. Das ist ein Großformat Marmorfliesen, ja. Beim Sitzen viel, viel Platz. Das ist auch wichtig. Es gibt auch manchmal Bereiche, da bist du einfach ein bisschen eingeengt. Aber hier hast du einfach richtig schön Platz. Und das im Gästebad. Wichtig. Und richtig. Dann kommen wir zu der Küche. Küche ist besonders. Wir schauen uns mal an. Die Küche ist besonders. So, wir haben hier eine komplett neue Küche. Der sieht schön aus, ist aber, es könnte gar genau sein oder sowas, ne? Oder also, auf jeden Fall ein hochwertiger Küchenbauer. Ich sehe direkt ein Ceranfeld mit integrierter Dunstabzugshaube. Finde ich sehr praktisch. Ich finde die vom Stil her nicht so schön, aber die machen halt Sinn, finde ich ganz geil. Derjenige, der hier vorher drin gewohnt hatte, also die alte Küche mochte er nicht, deswegen hat er Geld in die Hand genommen. Ist eine Billigküche? Nee, glaube ich nicht. Und wirklich eine komplett neue Küche reinbauen lassen. Ich bin jetzt der Glückliche, ich darf sie, also ich habe sie ihm abgekauft für einen Schnapper. Ich bin mehr als begeistert von dieser Küche. Es gibt hier so ein paar Highlights, es gibt hier ein paar Features, die ich euch gerne zeigen würde. Miele Appliances hier drin, also Miele Ofen und sowas. Das ist schon eine hochwertige Küche. Die Küche an sich wird bestimmt schon im Neupreis 25.000 gekostet haben mit der Größe. 15.000 wahrscheinlich. Das erste ist, es gibt hier einen Kühlschrank. Und zeig das mal bitte. Also, holy shit. Elotrix und Danny, also Solution und Elotrix, haben gestern, ich habe denen gestern das Haus gezeigt.
Und die haben einfach überall im gesamten Haus Dickdown- und Dickkriegkarten versteckt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die wollten unbedingt das Haus sehen, aber ich glaube einfach, die wollten einfach unbedingt Dickdown- und Dickkriegkarten verstecken. Das ist schon wieder. Dann haben wir hier, ganz normal, ich finde es immer geil, wenn es auf dieser Höhe ist. Ja, absolut, da muss man sich nicht bücken. Ofen? Perfekt. Eine kühl gelagerte Erdwurst, richtig. Werde ich eh selten benutzen. Drüber aber wahrscheinlich Mikrowelle. Dann wird es legendär. Und die gesamte Küche hat halt wirklich sehr, sehr viele, und das seht ihr noch nicht, sehr, sehr viele Stauräume. Warte mal, ich zeig's euch mal ganz kurz. Seht ihr das zum Beispiel einmal hier? So. Das ist ein Rich-Ding. Allein dieser Schrank kostet schon geisteskrank viel Geld. Für sowas? Das kannst du komplett, kannst du alles voll machen, alles vollstellen. Und dann kannst du es komplett einfach hinten drin verstecken. Und hier unten ist auch nochmal so ein Ding drin. Kannst du rausfahren, alles vollstellen und einfach wieder reinfahren. Dass hier einfach der gesamte Platz genutzt wird. Also wirklich für eine Küche sehr, sehr viele Staumöglichkeiten. Dann hast du hier so eine Insel. Wir haben die Hocker übernommen. Die Platten haben wir auch. Ich glaube, das heißt Induktionsherd. Ist ein Induktionsherd, genau, mit einer Abzugshaube. Ist klasse, ist der Hammer. Dann haben wir Spülmaschine. Wir haben hier so ein... Oh, Deep Sink, also so ein ganz, ganz tiefes... Wasserhahn. Dings, so ein ganz tiefes so Becken finde ich sehr cool. Wir haben ganz viele Schränke, wir haben ganz viele Raummöglichkeiten. Auch hier nochmal. Das Haus gibt mir so Rentner-Vibes. Wir haben da noch nichts gesehen davon. Das Ding, ich weiß nicht, ob ihr das auch so feiert, aber du kannst hier direkt die Sachen rausstellen und das rein- und rausfahren. Das ermöglicht halt einfach. Mick hat auch Alzheimer, der hat genau das gleiche eben schon gesagt. Einfach nice to have, ne? Dann einfach hier auch. Extrem große Schubladen. Schön. Ich glaube, 8 Stück davon, die so groß sind. Hier dann auch nochmal die Schränke. Hier dann auch nochmal kleine Schränke. Das zeige ich euch jetzt nächstes. Dann haben wir, Kuss geht raus an Monte. Ich habe Monte gefragt, welchen Kühlschrank hast du? Dann hat er sich nicht lumpen lassen und hat mir über sein Amazon Reflink den Kühlschrank geschickt. Und dann wurde selbstverständlich über den Amazon Reflink der Kühlschrank gekauft. Der Kühlschrank ist absolut geil. Was ich als erstes zeigen möchte, ist, wie legendär knapp dieser Kühlschrank hier reingepasst hat. Da kommt ein Blatt Papier noch rein, aber mehr nicht. Keine einzige weitere Lücke. Nice. Also das... GG, Sticker, sowas ist immer extrem geil. Millimeter ab. Der Kühlschrank ist ziemlich geil aufgeteilt. Der linken Seite haben wir ein Gefrierfach und wir haben hier eine Besonderheit und zwar... Ich habe basically den gleichen Kühlschrank zu Hause, nur ohne dieses Fenster hier, wo man reingucken kann. Da kannst du mit Wasser den Kühlschrank auffüllen und dann hast du einfach hier einen Eiswürfelspender, den du drücken kannst, wo die Eiswürfel direkt rausfallen. Das ist einfach das, was ich immer haben wollte und das habe ich mir jetzt auch einfach gegönnt. Küche ist wirklich schön groß und geräumt, das stimmt schon. Also hast einmal links großen Tiefkühler. Und dann hast du hier auf der rechten Seite auch nochmal einen extrem großen Kühlschrank. Wie ist denn das mit der Wärme, der Kühlschrank? Der strahlt doch ein bisschen Wärme ab. Normalerweise ist es nicht so geil, wenn er so steht, oder? Den Kühlschrank... Ach, Kili, komm, raus aus dem Chat. Also der da ist. Ich habe dann ja 2 Kühlschränke. Den Kühlschrank könnte man dann zum Beispiel für nur Getränke nutzen. Ne? Also das stattet man komplett aus, dass man kühle Getränke hat. Und da packt man dann auch nochmal Sachen rein. Hier gibt es ja auch, also hier ist ja mehr als Platz. Hier kann man auch oben Sachen reinlegen, was man vielleicht trinkt und da dann einfach für Gäste einfach alles voll machen. Ich habe mega Bock auf die Küche. Habe richtig Bock hier zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, wenn man morgens zum Beispiel jetzt aufsteht. Cool. Geht man in die Küche, man isst, keine Ahnung, Rührei, trinkt einen Kaffee, nimmt seinen Laptop, checkt ein bisschen was ab, was man machen sollte, telefoniert ein bisschen hier. Und du hast hier... Mickey beschreibt gerade so das Leben eines Businessmanns, was er wahrscheinlich gar nicht führt. Einfach direkt in der Insel Möglichkeit, dann halt zum Beispiel einfach deinen Laptop anzuschließen. Das heißt, du musst ja nicht irgendwo da hinten Strom holen, sondern kannst du einfach direkt hier rüber machen. Fand ich, was das angeht, halt auch einfach nice to have, das in der Insel verbaut zu haben. Bin mega happy. Rum und sowas? Nice, nice, nice. Kannst du einfach so machen. Ach so. Ich wusste es gar nicht. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn jetzt hier mit der Scheibe? Ich wusste nicht, dass ich klopfen kann. Das wird mir jetzt erst klar. Ihr kennt es sicherlich, der tägliche Gang zum Kühlschrank. Ich habe Hunger, ich habe Durst, was esse ich, was trinke ich? Das ist so ein geiles, unnötiges Luxusaccessoire, fühle ich aber. Du machst den Kühlschrank nicht auf, sondern du stehst davor und guckst einfach rein. Licht geht an und du schaust einfach rein, was ist drin. Und wenn du es dann hier entschieden hast, dann kannst du aufmachen. Und gleichzeitig, es ist auch einfach eine geile Spielerei. Es ist einfach, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber generell einfach, du hast dann was zu spielen. Kommen wir zum Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist...
Rollläden auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Die Rollläden schon mal ganz wichtig. Das ist eine große Aufwertung für ein Haus und macht Schlafen sehr viel einfacher. Wir sehen hier oben auch kleine Zierleisten. Nee, doch nicht. Hier kommt Reflexion. Aber noch auf der einen Seite Esstisch rein. Also der Esstisch, hier kommt der große Esstisch hin mit 6 bis 8 Stühlen. Und du kannst mal, stell dich. Was ich ja nicht fühle, ich mache es in vielen Mietwohnungen bei mir mittlerweile so, ich lege größtenteils Fliesen, die sehr abriebsbeständig sind, oder so eine Art Kunstparkett, das ist so ein sehr harter Kunststoff, der sieht aus wie Parkett, lässt sich sehr gut pflegen und so. Ich finde es immer schade, wenn man in Wohnräumen keinen Holzboden hat, aber das ist nur meine, Präferenz. So, wisst ihr, was ich meine? Ich mal da in die Ecke und film einmal, dann kriegen die Leute ein Feeling für das Wohnzimmer. So. Doppelte Tür hier, sehr schön. Die Deckenhöhe, also die Decken wirken für mich 20 cm zu niedrig, aber das kann auch nur daran sein, dass Mickey einfach so riesig ist, wa? Das Wohnzimmer und hier kommt erstmal der Esstisch hin mit den gesamten Stühlen, halt direkt an der Küche und ich finde halt diesen Durchgang. Ja, so Vinylparkett, genau, ja. Finde ich so, genau. Halt auch nice. Gibt's ganz hochwertig, die sind auch, die kosten auch 30, 40 Euro den Quadratmeter, wenn man die gut kauft, aber es lohnt sich wirklich. Designplanken, ganz genau. Das halt ein bisschen so abgetrennt ist von Esstisch. Dann haben wir auf der anderen Seite, haben wir Couch, Fernseher, Serien gucken, Filme gucken, Playstation zocken. Ja, das Wohnzimmer hat eine gute Größe, muss ich sagen. Gefällt mir, finde ich gut. Twitch schauen, das wird hier dieser Bereich sein. Hier wird ein riesen... Ne, hier oben nochmal eine kleine Zierleiste hier oben dran, so auf Stuck angelehnt, finde ich ganz schön. Ich würde auf jeden Fall streichen. Und ich würde mir wahrscheinlich sogar einen anderen Boden reinlegen. Ich mag keinen Fliesenboden in Wohnräumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich kein Fan von. Großer Fernseher hinkommen. Ich liebe den. Ich habe einen 77 Zoll Fernseher. Ich habe einen 78 Zoll Fernseher, so. Fernseher. Der kommt da fett an die Wand, dann kommt hier die Couch hin, dann werden hier einfach sehr, sehr nice Abende verbracht. Da freue ich mich sehr drauf. Das, ob jetzt da LED fehlt oder nicht, wage ich zu bezweifeln, Chat. Nicht alles ist geil mit LED. Das hier war jetzt das Erdgeschoss. Es gibt jetzt noch ein Obergeschoss und ein Untergeschoss. Wir gehen als erstes Obergeschoss, was ich euch zeigen werde. Gern jetzt mal vielleicht schon für das Erdgeschoss Kommentare. Ne? Komm. Den einen oder anderen Sonnenstrahl eingefangen. Jetzt gehen wir ins Obergeschoss. Abfahrt. So, dann haben wir den ersten Raum bzw. das erste Kinderzimmer. Hier direkt oben, das wird der Raum sein. Auch einfach, keine schrägen. Boah, da ist PVC-Boden, oder? Das ist kein echtes Parkett, glaube ich, oder? Kann ich jetzt nicht genau erkennen. Großer Raum, einfach ein schöner Raum. Ist das Parkett-Chat? Schön geschnitten. Das wird das erste Kinderzimmer werden. Ideen dazu habe ich keine. Lass es einfach mal. Das sieht aus wie so ein PVC-Boden. Würde ich ändern. Auf euch wirken. Feinstaubfliesen in Holzoptik ist auch ganz geil. Vor allem, wenn eine Fußbodenheizung da ist. True. Finde ich auch ganz geil, ja. Das ist ein Haus, diese Leisten halt hier unten. Finde ich sehr, sehr nice. Zierleisten, ja. Nee, das müsste doch Parkett sein, weil das hier überall liegt. Das könnte auch Parkett sein, schaut mal das. Ja, wenn ich jetzt Mickey wieder anrufe, geht wieder das hin und her. Finde ich sehr, sehr schön. Und der Schnitt. Ja, Kinderzimmer kannst du halt viel machen, ne? Kannst du Hochbett machen, kannst du ein kleines Bett machen. Ja, Mickey hat Kinder. Zwei Betten machen, da kannst du Spielzimmer machen. Es sind vier Möglichkeiten, aber ich habe mich einfach noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ihr könnt das ja vielleicht machen. Was wäre denn für euch perfekte Kinderzimmer für einen Vierjährigen. Wir gehen mal weiter ins Schlafzimmer. Hier liegt ein bisschen Krempel rum. Aber auch das Schlafzimmer, also hier wurde gestrichen, alles gemacht, alles hier und da. Vorher waren die Wände grün. Das war für Schlafzimmer, war jetzt nicht so nice. Wieder geiler Schnitt von dem Zimmer. Wir haben uns ein neues Bett gekauft. Das nice. Bett wird... Schönes großes Schlafzimmer, geräumig, Licht ist da, finde ich ganz schön. 2,20 Meter mal 2 Meter. Groß. Ich habe mir auch ein Bett gekauft, was Neues. Mein Bett ist tatsächlich nur 1,60 breit, weil ich den größten Teil darin ja alleine schlafe. Aber ich habe ein Bett, was 2,20 Meter lang ist und das ist extrem geil. Groß sein, da wurde am Bett nicht gespart, wichtige Sache. Wichtige Diskussion, schaut mich an, ich habe eine Diskussion. Das wird übrigens dann mein Gästebett irgendwann werden, ne? Ja, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann so ein King-Size-Bett holen, 2,20 mal 2,20 oder sowas. Fernseher im Schlafzimmer, ja oder nein? Eigentlich würde ich immer sagen, nein. Wenn das Wohnzimmer geil genug ist und man alleine wohnt. Aber wenn man mit anderen Leuten zusammen wohnt, dann ja. Madame sagt nein. Elotrix sagt nein. Vermieterin sagt nein. Ich sage ja. Ich würde auf euch hören. Vermieterin, also ist das Haus doch gemietet, oder wie? Wenn ihr jetzt sagt, Fernseher im Schlafzimmer muss sein. Nee, ist ein Muss. Muss nicht sein, finde ich. Dann würde ich das vielleicht noch durchkriegen.
Ansonsten war es das wahrscheinlich. Mietkauf. Meinem Fernseher. Okay, im Schlafzimmer. Wäre sehr traurig, weil ich liebe manchmal so Serien und Filme zu gucken, während man schläft, während man pennt. Ich habe mir das so angewöhnt. Ich bin über eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Bin mehr, safe. Oder vielleicht gibt es ja auch Doktor, Professor St. Martin, der mir ein Aus... Was ist Mietkauf? Mietkauf ist quasi sowas wie normale Kreditfinanzierung. Du mietest quasi ein Haus und zahlst gleichzeitig damit Raten ab und mietest langfristig und kaufst das Haus quasi auf Rate. Gefühlt beim Vermieter. Er hat es gemietet mit Kaufoption. Okay, das ist nochmal was anderes. Ausführlichen Bericht von einer Studie in die Kommentare haut, wo er wissenschaftlich erklärt, dass wenn du Fernsehen schaust im Schlafzimmer, dass du dann einfach 18%... Ich denke, die Antwort ist Schütze, ja. ...% schlechter schläfst. Wer weiß, überzeugt mich. Dann kommen wir nach dem Schlafzimmer zu dem zweiten Kinderzimmer. Hier schon nice, ist der Teppich. Der ist richtig. Der ist richtig, der Teppich. Richtig nice, wirklich. Der steht doch nicht mehr auf, oder? Was ist Kaufoption? Ja, du mietest und hast quasi ein Vorkaufsrecht. Wenn der Vermieter dir das Haus verkauft, hast du sowieso im Regelfall ein Vorkaufsrecht, aber du hast halt später die Möglichkeit, das Haus zu kaufen zu einem vielleicht vertraglich vorbehaltenen Kaufpreis, den man vorher schon vereinbaren kann. Das ist immer unterschiedlich. Oh, ich liebe Teppichboden. Ich finde Teppich schrecklich. Oh, aber wir haben hier auch wieder sehr, sehr schönes, geschnittenes Zimmer. Teppichboden eignet sich, um darauf zu spielen, einfach perfekt. Muss man ein bisschen öfter saugen. Das übernehme natürlich ich. Hier ist die Frage. Ich will halt auch ein Gästezimmer so. Ich werde hier auf jeden Fall die Möglichkeit auch reinbauen, eventuell noch einen Tisch hinzustellen, weil die Zimmer sind groß genug, einen Tisch hinzustellen, ein Bett hinzustellen, dass, falls Besuch vorbeikommt, halt auch die Möglichkeit gegeben ist, sodass da zwei schlafen könnten und dann halt hier einer oder halt verlagert oder wie auch immer. Sind ja noch klein beide. Dann schauen wir mal, wie sich das so mit den Jahren entwickelt. Hier ist aber genügend Platzmöglichkeit, um den Gast die Möglichkeit zu bieten, zu übernachten. Aber cool. Kann ich euch im Laufe des Streams mal vielleicht in 2, 3, 4 Monaten, wenn ich bestimmt eine gute Lösung dafür gefunden habe, wie ich das Ganze umsetze. So, dann haben wir, sehr, sehr wichtig und richtig, das Badezimmer. Im oberen Geschoss, hier wurde schon fleißig geputzt. Wir haben hier einmal zwei Spiegel mit zwei Waschbecken. Kann links einer ran, kann rechts einer ran. Ist immer vom Vorteil, wenn mehrere Personen im Haushalt sind. Gut, ja. Auch wenn man jetzt zum Beispiel zusammen Zähne putzt. Dann hast du nicht immer dieses, der muss ausspülen, den Kopf an Kopf, Kopfnuss. Sondern da links und rechts ist perfekt. Zwei schöne Spiegel auch. Ich mag die auch sehr gerne. Genügend Steckdosen hast du hier auch überall. Auch wieder, sehr wichtig, eine Toilette mit sehr, sehr viel... Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir dieses Steinzeug, diese Terrakotta-Fliesen gar nicht. Beinfreiheit. Das ist einfach wirklich ein Prä. Das ist alles so ein bisschen altmodischer, ne? Denke ich mal. Das wäre jetzt nicht meins. Premium-Toilette. Ich sag's, wie es ist. Wir haben auf jeden Fall eine Dusche. Bei der Dusche werde ich Folgendes noch machen. Große Dusche. Ist genug Platz. Bei der Dusche möchte ich halt noch was anbringen. Wie heißt das? Regenfall? Regendusche. Dass hier so ein großer Kopf halt kommt und sich unterstellen kann. Und da muss man halt nicht nur den Einzelnen nehmen. Das ist das einzige Kriterium, was ich habe bei der Dusche, was mich nervt. Aber zum Beispiel auch hier, das finde ich auch richtig schön. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Bei dem Fußboden, ja, denke ich an nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem schön. Die Dusche finde ich ein bisschen schade, dass die eine Duschtasse hat. Das finde ich nicht so geil. Tage im Schwimmbad. Warst den ganzen Tag irgendwie 6 Stunden mit Freunden im Schwimmbad. Und dann hast du dir danach Knoblauchbrot, Pommes frites und Mayo und Ketchup reingeknallt danach. Habe ich immer damals gemacht. Absolutes Schmuckstück. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Die Badewanne ist fucking groß. Fucking geil. Ich lege mich einmal rein, dass ihr es seht. Also bei der Badewanne, ich strecke einmal meine Beine aus. Seht ihr das? Der König. Die Badewanne ist wirklich richtig geil tief. Und ich meine zu behaupten, dadurch auch, guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber dadurch, dass dieser Abflussablauf hier an der Seite ist und nicht entweder bei mir im Rücken oder auf der anderen Seite im Rücken, hast du halt auch die Möglichkeit, entspannt hier zu zweit zu baden. Das heißt, hier ist wirklich, wenn du rein in die Olga komplett die Füße ausstrecken kannst, hier hast du richtig Platz. Die ist tief. Ich freue mich richtig drauf, hier dann zu baden. Ich liebe Baden. Ich sag mal so, es wird einfach...
Die Granitgrau, der die Fliesen, die roten gegen Granitgrau austauschen, ja, fühle. Auch zu wenig gebadet. Wisst ihr, was ich meine? Es muss wieder mehr gebadet werden. Obergeschoss ist quasi fertig. Jetzt kommen wir zu, ich sag mal so, zu meinem Reich. Das ist die Area. Das ist einfach so. Das ist einfach meins. Das geil, euch zu zeigen. Oh nein, sag nicht im Dachgeschoss, Bruder. Mit den eigenen Vorstellungen, die man schon hatte. Hoffentlich hast du oben das Ding gut isoliert, wa? Und hoffentlich hast du da nicht Fetthitze drin und sowas, Bro. Die man nicht hatte. Das wird richtig mega. Freue mich euch jetzt den Keller, wo wir jetzt hingehen werden. Also ich habe davor in einer Wohnung gelebt, auch in einer sehr großen. Aber es ist einfach nochmal was anderes, ein Haus zu haben. Und was ich euch zum Beispiel auch nicht zeigen konnte, war halt zum Beispiel der Garten. Man hat Erdgeschoss, man hat Obergeschoss, man hat einen Garten und man hat einen Keller. Es ist einfach next level, sich sowas erlauben zu dürfen. Und ich danke euch an dieser Stelle für den krassen Support. Digga, gönn ich dir. Ach so, Keller, sorry, ich bin lost. Sorry, Digga. Sorry. Ich zeige euch jetzt mal den Keller. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wir gehen mal runter. Ich bin so lost. Bevor wir weitermachen mit dem Keller, in eigener Sache, nicht nur mein Sponsor, sondern meine Firma, Empogy, also mit Uwe und den Geschäftspartnern zusammen. Digga, wie viele Gaming-Booster gibt's mittlerweile? Hauen wir jetzt gerade dieses Starterpaket raus. Was ist das für ein Starterpaket in dieser unfassbar geilen... Das ist so auf Gameboy angelehnt. Retro Gameboy Optik. In diesem Starterpack ist drin, ich mach's einmal auf, eine Dose mit dem Geschmack eurer Wahl, ein Shaker und 4 Probepacks, was ihr probieren könnt. Einfach mal ganz gerne den ersten Link in der Videobeschreibung. Gibt das, ja? Im Moment zurzeit noch ein bisschen Farbe gelagert, ein bisschen Krimskrams. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Irgendwelche Fußmatten. Hier ist halt der direkte Internetanschluss. Heizung, Internet und. Ich werde hier unten bitte einmal fest anschnallen. Ich werde hier im Keller bzw. im ganzen Haus einen Internetanschluss haben von 1 Gigabyte. Das ist gut. Download. Stark. Und 200 Megabyte Upload. Das ist saftig. Ich hoffe, dass das hier alles ankommt und funktionieren wird. Bin halt schon mit dem Internetanbieter im Kontakt und hoffe, dass das halt auch einfach Das gönne ich ihm. Aber 1 Gigabyte Download und 200 Megabyte Upload ist ein absoluter Segen. Das zum Hauswirtschaftsraum. Dann kommen wir zu dem ersten Kellerraum, der hier unten befindet. Also erstmal, wir haben hier wieder unten einen sehr... Aber es ist smart, im Keller so einen Raum zu haben, Chat, und nicht irgendwo da, wo die Wohnräume sind. Weil wir Streamer sind manchmal laut und da macht Sinn, das schon mal ein bisschen schallschutzisoliert von den Wohnräumen wegzuhaben. Großen Flur. Hier kannst du einen Boxsack runterhängen. Hier kannst du ein bisschen Schattenboxen machen. Hier kannst du viele Sachen machen. Schattenwichsen. Du könntest hier eine komplette Bar aufmachen. Du hast viele Möglichkeiten. Auch gerne Möglichkeiten dazu in die Kommentare. Dann haben wir einen besonderen Ort für Solution, also für Danny. Und zwar das ist dieser Ort hier hinter der Treppe. Hier kann Danny, falls es ihm ganz schlecht geht, kann er hier seinen Schlafsack aufschlagen. Und zeig das einmal bitte, wie das hier richtig hinter der Treppe. Hier kann Danny einfach seinen Schlafsack aufschlagen. Saugeil. Und die Fliese sitzt nicht richtig hier. An ganz schlechten Tagen einfach hier übernachten und pennen. Kommen wir aber jetzt zum ersten Kellerraum. Das ist der erste Kellerraum, auch wieder sehr großer Raum. Und hier wird wahrscheinlich Max Trimax, ist ja, was das angeht, der Typ ist ja ein absoluter Schwanz. Muss man einfach mal an der Stelle sagen. Der Typ ist ja ein absoluter Schwanz. Ich erzähle euch auch kurz, wieso. Okay. Wir machen eine Box-Challenge am 1.8. Ja. Er entschließt sich einfach, ein fucking Home-Gym zu kaufen. Er kauft sich einfach ein Home-Gym, das Pay-to-Win, das unfair ist. Würde ich auch machen. Wenn ich jetzt Platz hätte, ich würde jetzt sofort 20.000 Euro für ein Home Gym ausgeben. Gar keine Frage. Mich kotzt Bodyweight Training nicht an. Ich mag es tatsächlich. Ich komme auch damit echt gut zurecht und mache gut Progress, würde ich sagen. Aber Gewichte drücken und sowas ist viel geiler und viel interessanter und viel nicer für den Fortschritt. Ist zwar ein bisschen spät, aber danach ist es halt ziemlich nice. Ich werde, was diesen Raum angeht, den Raum auch umwandeln in den Gym, dass ich hier halt auch einfach trainieren kann von zu Hause aus, um ein bisschen was zu machen. Ist eine gute Größe dafür auf jeden Fall. Weil ich einfach auch jetzt Gefallen gefunden habe daran. Ne? Also zu Hause ein Gym zu haben, ist das Geilste. Zu Hause ein Gym zu haben, ist das wirklich das Niceste. Wenn es geil ausgestattet ist, du gehst runter, oh, geil, einfach nur nice. Ich habe vor 6 Wochen, glaube ich, mit dem gesamten Training gestartet, war bei 109 Kilo, ich bin jetzt bei 104, fühle mich deutlich fitter, aber mein Knie ist halt ein bisschen broken, ein bisschen kaputt, deswegen da muss ich ein bisschen aufmachen, aber das gesamte Sport, das gesamte Fitness macht gerade unfassbar Laune.
checkt ihr schon, dass alle so, die Streamer so, die sind alle so auf Rentnerbasis schon. So wisst ihr, was ich meine. Monte, Max, Mickey, unter anderem ich auch schon. Hier ist ein wichtiger Ort, weil ich denke, solange der Raum drüben nicht fertig ist, zu dem wir gleich kommen, werde ich hier so lang meine Station aufschlagen und dann von hier streamen, bis der Raum halt drüben fertig ist. Okay. Ich muss da jetzt halt auch aus der alten Wohnung bald raus, weil man plant bei so einem Raum, den ich euch gleich zeige, man plant immer sehr, sehr viel und dann dauert es halt sowieso immer länger als geplant. Deswegen muss da eine Alternative her. Gym mit Sauna ist so geil einfach, ohne Witz. Oh. Jetzt kommen wir. Ich kenne den nicht, aber hat der Ähnlichkeit mit Unge und da sind die verwandt. Ne, die haben beide nur rote Haare, das war's. Du, den Gaming-Raum, den Gaming-Keller. Komm, ich freue mich. Komm, eingetreten, einmal bitte. Wir kommen zu dem Gaming-Keller, dem Gaming-Raum. Und Paul, stell dich einmal bitte an. Bro, viel zu groß, oder? Ich stelle dich einmal am Ende des Raumes, damit ihr seht, wie groß der Raum ist. Was hast du denn? Was hast du denn vor mir? Wir haben hier unten wendige 40 Quadratmeter Fläche. Riesendank geht raus an. Ja, wobei ich habe hier unten auch 40 Quadratmeter. Das geht, kann man schon füllen. Die Geschäftspartner bzw. auch an Uwe. Denn M4G wird hier einen Gaming-Keller bauen. Ich werde daran mit teilhaben, mich beteiligen und so weiter. Das wird krass. Wir haben schon einen Entwurf fertig, was das angeht. Es gibt sehr, sehr viele Gaming-Räume da draußen. Ich sage euch einfach mal, was ich nice finde, was ich richtig gut finde, ist halt eine Zockerhöhle bzw. wo etwas richtig dunkel ist, wo man einfach wie früher gefühlt so Kapuze auf und einfach ein bisschen daddeln und zocken. Also quasi das gleiche, was Monte hat. Mir ist auch aufgefallen, Monte hat sich für 200.000 Euro Licht in den Keller bauen lassen, hat es immer aus. Wo man einfach dieses Feeling richtig hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man hier machen kann. Die eine Möglichkeit, worauf ich auch Bock hätte, wäre hier eine kleine Bar zu machen, beziehungsweise halt auch einen Ort zu machen mit einer Couch und einem Fernseher, wo man sich richtig wohlfühlt. Andere Möglichkeit, was ich halt auch mega nice finde, wenn Leute zu Besuch sind, dann würde ich auch ganz gerne einfach verschiedene Stationen aufbauen, um den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, mit mir hier zu zocken. Ich bin zum Beispiel, was das angeht, ein riesen World of Warcraft Fan. Also ich liebe WoW und es kommt halt zum Beispiel Burning Crusade raus. Was ich gerne machen würde, wäre ein 72-Stunden-Event oder noch längeres Event und dann einfach mit zwei Streaming-Kollegen. Wo hast du die Stacheldrahtkette? Selfmade. 72 Stunden lang WoW durchgrinden, durchzocken. Wenn hier dann noch zwei verschiedene Setups drinstehen mit meinem zusammen, dann kann man halt sowas machen. Und der Raum ist groß genug, deswegen würde ist ich auch genug gerne machen Möglichkeit für Kollegen dafür sowas. Was mein Setup Monte angeht. Monte hat die Einheit seines Raums noch nie genutzt. Ja. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es da an die Wand direkt rankommt bei dem Fenster oder ob es links drankommt oder rechts oder halt direkt am Fenster dran. Also wenn man in den Raum reinkommt und man sieht halt da die... Warum geht man zum Zocken in den Keller? Weil man laut sein kann im Keller, deshalb. Direkt an der Wand das Setup. Also hier, dann ist das, glaube ich, am nicesten. Man muss halt gucken, dass das Fenster noch aufgeht, dass man da irgendwie was macht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber wenn jetzt zum Beispiel hier das Setup steht, da ist irgendwie eine zu große Wand dafür. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist so, keine Ahnung. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich hier das Setup mache und dran sitze, dann habe ich ja die Tür im Nacken. Und eigentlich will ich ja die Tür sehen, also wenigstens so ein bisschen. Deswegen, das hier ist alles noch komplett im Entwurf, in der Planung. Es ist noch gar nichts los. Ich weiß nur, ich habe die Fläche, ich habe das Haus und es wird alles mega geil. Und es wird mega geil umgesetzt. Nice, nice, nice. Ich werde euch, was den Gaming-Raum angeht, mit auf eine Reise nehmen. Zum Beispiel auf Instagram. Und werde nach und nach immer wieder ein bisschen was zeigen, wie sich dieser Raum entwickelt hat. Wenn der Raum komplett fertig ist, dann gibt es noch ein separates Video speziell dazu. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mir das ermöglicht. Nochmal riesen Dankeschön. Schönes Haus. Geht raus an M4G. Sind so knappe 180, 220 Quadratmeter wahrscheinlich. GG's, Digga. Gönnen wir ihm doch. Das gönnen wir ihm doch.